Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Darauf haben viele schon gewartet. Und zwar ist es meine selbstgebaute Brikettpresse, die automatisch funktioniert und mit der ich meine kompletten Säge- und Hobelspäne verpressen kann und den Abfall wieder verheizen kann. Ich werde es euch heute ein bisschen zeigen, werde auf ein paar Punkte eingehen. Und als ersten Punkt, dazu gibt es eine Videoanleitung. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut es euch gerne an. Da bekommt ihr dann weitere Informationen, was diese Videoanleitung halt eben alles so beinhaltet. Also, in meiner Werkstatt fallen sehr, sehr viele Hobelspäne an, weil ich sehr viel mit Massivholz arbeite. Ich habe hier eine große Abrichte, die ich in einem vergangenen Video, das Video kommt, glaube ich, bald auf den Kanal, wo ich sie einmal herrichte. Da entstehen sehr, sehr viele Späne. Da hinten sehen wir meine große Dickenhobelmaschine. Hier neben mir seht ihr die zentrale Absauganlage. Da drin sammeln sich alle Hobelspäne zentral. Und das war in der Vergangenheit immer ein Riesen-Heiden-Arbeit. Ihr wisst, was ich meine. Diese Späne halt eben zu entsorgen. Wie gesagt, teilweise musste ich dann den Anhänger holen, der steht auf einem anderen Grundstück, musste hierher fahren, alles laden, nach der Arbeit nochmal das ganze Zeug wegfahren und unterm Strich war es einfach extrem viel Zeit, die dabei draufgegangen sind. Zum Glück konnte ich große Teile immer einem Kollegen geben, der hat Tiere, der hat das als Einstreu genutzt, aber wenn man das halt eben zur Deponie fährt, muss man auch dann auch einfach Entsorgungskosten bezahlen und das ist eben nicht so das Schöne und mit meiner Brikettpresse habe ich da eine ideale Lösung, damit ich halt meinen Abfall wieder verwerten kann und damit die Bude hier warm heizen kann, denn diese Briketts, die am Schluss hier rausfallen, haben einen richtig guten Heizwert und ich habe halt eben mir extrem viel Arbeit gespart. Eine richtig coole Sache. Jetzt schauen wir uns die Brikettpresse mal rundherum ein bisschen an. Ihr bekommt ein paar Informationen und genau, dann würde ich sagen, pressen wir gleich ein bisschen was. Wie gesagt, das waren extrem viele Informationen. Das wäre bestimmt ein YouTube-Video geworden, was 2 Stunden lang geworden wäre. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, weil das auch jede Menge Arbeit in der Erstellung war, dass es als Videoanleitung gibt und nicht hier auf YouTube. Also nur deswegen nochmal der Grund. Da kann ich dann einfach ein bisschen ausführlicher noch drauf eingehen. Und jetzt gehen wir mal zur Brikettpresse rüber. Zum grundsätzlichen Aufbau. Wir haben unten einen Liegendholzspalter mit 7 Tonnen Druckkraft. Wir haben hier Zusatzgebläse, wir haben hier ein Gewicht. Warum ein Gewicht? Darauf gehe ich dann in der Videoanleitung ein bisschen genauer drauf ein. Wir haben den Maschinenhauptschalter und wir haben den Einschalter, mit dem wir das System starten können. Wichtig, das System fährt automatisch, ist natürlich essentiell bei so einer Brikettpresse, weil man wird sich nicht hinstellen können und von Hand so einen Teil immer wieder bedienen können. Darauf gehe ich, wie gesagt, auch in der Videoanleitung drauf ein. Also wir haben hier einen Zugmagneten, mit dem wir das System hinten verriegeln können, damit Druck aufgebaut werden kann und die Endschalter geben uns unseren Verfahrweg vor. Also so viel mal zu der Seite. Hier sehen wir einen Spannungswechsler, der oben zu einem Rührmotor geht. Den schauen wir uns gleich an, wenn wir uns die Presskammer anschauen. Hier eine klitzekleine Unterbrechung, denn ich bin derzeit sehr viel am Vorproduzieren. Also, den Bauplan zu der Brikettpresse findet ihr übrigens auch hier oder in der Videobeschreibung direkt. Aber mir geht es gerade noch um dieses Projekt, was ich schon parallel zu der Brikettpresse gestartet habe. Und das wird so eine kleine Mini-Dokumentation auf YouTube, wo es darum geht, so ein Produkt halt eben zu starten. Also, ihr könnt euch das Ganze hier ansehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch ein Schneidebrett bestellen. Und da könnt ihr hier zwischen verschiedenen Motiven auswählen und könnt das Ganze noch einmal so ein bisschen individualisieren, könnt die Schriftart auswählen. Und genau, dazu findet ihr auch den Link in der Videobeschreibung, wird aber wie gesagt bald in einem zukünftigen Projekt aufgelöst, was es damit auf sich hat. Das hier ist der Auslass und da seht ihr auch schon, dass schon ein Brikett hinten kurz davor ist rauszufallen. Es sind auch schon jede Menge Briketts zusammengekommen. Wie gesagt, es sind nicht mehr so viele, weil ich damit auch derzeit schon heize und das ist einfach genial. Man braucht wenige Briketts zum Heizen, die haben einen tollen Heizwert. Und in Kombination mit Brennholz, mit normalem, verringert man wirklich den Verbrauch von Brennholz. Ich habe meinen Abfall wirklich gut entsorgt bzw. genutzt. Und genau, es ist ja im Endeffekt genau das, was im Holzofen drin ist, nur in Form eines gepressten Briketts. Richtig coole Sache. Hier ist nicht mehr so viel. Hier hinten haben wir noch ein zusätzliches Gebläse, damit das Teil nicht so schnell warm wird. Und deswegen schauen wir uns mal oben den Spänebunker an. Also das Ganze öffnen wir einmal und ich zeige euch mal das Ganze ein bisschen genauer. Also ihr seht, da ist schon einiges an Material drin und ich sehe auch gerade ein bisschen größeres Holz, ist aber nicht so ein großes Problem. Ich werde das System mal starten, werde jetzt von Hand hier ein bisschen was reinpacken, weil hier wird immer so ein bisschen Rest drin liegen bleiben, wegen der Bauart von hier diesem Spänebunker. Ich halte das System mal ein. Endschalter erreicht, das Ganze fährt jetzt zurück, man sieht auch hier, dass das Material nachfällt. Und das ist halt im Prinzip gerade dabei entstanden.
Und im Prinzip ist es das auch schon. Meine Brikettpresse läuft automatisch. Ich zeige euch jetzt mal ein paar Briketts. Ihr habt gerade gesehen, wie das Ding die Briketts hinten rausspuckt. Und die sind richtig gut. Also die sind richtig stabil. Ich hole mal ein paar. Also ihr seht, die sind so gut gepresst, dass sie auch hier hinten noch gut aneinander halten. Und jetzt schauen wir sie uns mal ein bisschen genauer an. Also, im Prinzip sind die, die ich hier verpresse, relativ klein, die Briketts. Manche, so wie der hier, sind jetzt in dem Fall ein bisschen kleiner, weil die Kammer ein bisschen weniger gefüllt war. Normalerweise sind die Briketts aber, man sieht es immer gleich groß, wie zum Beispiel diese hier. Hier ist auch ein bisschen mehr Sägemehl dabei. Das bedeutet, das ist überhaupt kein Problem, wenn da auch Sägemehl dabei ist. Die lassen sich sogar noch ein bisschen besser verpressen. Da sieht man auch, dass die leicht glänzen außen. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie stabil die sind. Also hier. Also ich hau da wirklich fest drauf, ne? Und ihr seht, das Brikett ist immer noch zusammen. Also ich kann es wirklich nicht mit meinen Fingern verdrücken, weil das halt eben so gut miteinander verpresst wurde. Um der Frage entgegenzukommen, weil ich das tatsächlich auch schon gefragt wurde, da ist kein Klebemittel drin. Das sind nur Hobelspäne, so wie ihr es auch gesehen habt, wie ich sie da reingekippt habe. Hobel- und Sägespäne vom Massivholz. Mehr ist dann halt eben nicht drin. Das Ganze funktioniert über die Verjüngung des Rohres, um den Pressdruck zu erzeugen. Aber wie gesagt, auch dazu mehr Informationen in der Videoanleitung, weil das hier den Rahmen sprengen würde. Und so kann man die halt eben selbst herstellen. Es ist wirklich eine coole Sache. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr das auch cool findet. Also ich finde das wirklich, das ist mit am Abstand, das ist sogar noch geiler, wie ich finde, als das Sägewerk, was ich gebaut habe, weil das hier ein Problem quasi löst, ohne dass ich halt eben viel Arbeit habe. Mit dem Sägewerk habe ich immer noch jede Menge Arbeit, aber das hier ermöglicht es halt eben, mir Arbeit zu sparen. Und man kann sie einfach einschalten und das System läuft halt eben. Und nochmal ein neuer Brikett. Und das Coole hier ist halt auch einfach, wir haben ein mobiles System. Jeder, der eine Brikettpresse kennt, weiß, dass die ziemlich groß, schwer und vor allen Dingen teuer sind. Und vor allen Dingen sind sie halt eben nicht so wirklich mobil. Also ich meine Brikettpressen und keine Pelletpressen. Außerdem gibt es halt, wie gesagt, einfach keine Alternative. Es gibt keine günstige Alternative im Vergleich zu einem Selbstbau. Briketts zu verpressen ist einfach teuer und damit habe ich eine Möglichkeit geschaffen, wie man sie günstig miteinander verpressen kann, um kleinere Mengen, obwohl das hier immer noch große Mengen sind, sind immer noch kleinere Mengen, was wir hier verpressen, halt eben nutzen zu können und nicht für Geld entsorgen zu müssen. Das ist eine richtig, richtig coole Sache. Das ist wirklich nicht zu unterschätzen, was diese kleine Brikettpresse schon verpresst hat. Ungefähr diese Menge hier habe ich jetzt noch übrig von zwei fast gefüllten Spänesäcken. Ungefähr diese Menge mal 6 habe ich jetzt da schon verpresst und auch mittlerweile verheizt. Und das ist einfach, es ist einfach ein sehr, sehr gutes System. Ich habe keinen Abfall mehr. Ich habe damit die Werkstatt warm bekommen, konnte hier drin ganz gemütlich drin arbeiten, musste weniger Brennholz verheizen, musste deswegen jetzt auch nicht so oft Brennholz holen, was auch eine tolle Sache ist. Und unterm Strich spart es mir halt einfach jede Menge Geld und vor allen Dingen halt auch eben Zeit. Und ich habe wieder ganz, ganz viel dazugelernt. Also wie gesagt, ich habe jetzt zwei leere Spänesäcke an der Absauganlage. Der ist jetzt auch fast leer und der kann jetzt auch noch ganz entspannt verpresst werden, wenn ich hier am Arbeiten bin und habe halt eben echt eine richtig tolle Lösung dafür geschaffen. Ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt noch alles dazu sagen soll. Ich werde die Maschine jetzt mal noch kurz laufen lassen und dann schauen wir uns ein bisschen das an, was hier eben hinten noch mal rauskommt. So, ich habe die Brikettpresse jetzt mal ein paar Minuten laufen lassen und ja, was ist dabei rausgekommen? Ganz, ganz viele Briketts, die ich jetzt ganz entspannt verheizen kann. Wie gesagt, geiles System.
funktioniert wirklich, wirklich gut und genau. Also das ist mein fertiges System. Ich habe extra auch die Kiste hier oben so ein bisschen quadratisch ausgeführt, damit ich einfach einen Klotz als Maschine habe und nicht so eine unförmige Maschine. Die kann ich jetzt bei Bedarf rausholen, kann sie halt eben benutzen oder ich werde sie irgendwo in die Werkstatt so einräumen, dass ich sie halt eben einfach stehen lassen kann, stellen einen Eimer drunter. Wenn ich einigermaßen gut hier oben an die Klappe rankomme, kann ich dann auch immer entsprechend Material nachfüllen. Also Leute, wenn mich jetzt jemand fragt, was ich mit meinen Hobelspänen und Sägespänen mache, die landen hier drin und werden unten als Brikett rausgeschmissen. Ich habe ganz, ganz viel Arbeit mir erspart. Also ich bin wirklich, wirklich happy. Und genau, das soll so ein kleiner Abschluss von dem Projekt hier gewesen sein. Wie gesagt, eins der Projekte, was ich, glaube ich, am coolsten 2022 bis jetzt finde. Und das Schöne ist, während die automatisch läuft, kann ich jetzt an anderen Projekten weiterarbeiten. Denn das werde ich jetzt auch schleunigst mal tun. Denn meine Werkstatt ist hinten ein bisschen unaufgeräumt. Deswegen werde ich mal da was Cooles überlegen. Und das, was dabei herauskommt, wird auch hier in diese Presse landen. Also wird es ein massivvolles Projekt. So Leute, das soll es heute gewesen sein. Ein kurzes kleines Infovideo zu der fertigen Brikettpresse. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie ihr das Teil findet. Das soll es heute gewesen sein. Ciao.